weiter geht's. So, Gewinnlose? Gewinn 2 Millionen. Simply Rivals, more matching, when Bulls all win, bla bla bla. Rubbel, Rubbelkram. Kann ich wirklich frei rubbeln, yay. 2 or more matching Symbol. Haben wir hier gewonnen? Congratulations, tatsächlich. Habe ich das jetzt in der Tasche? Wieder ein von den Dingern, was jetzt irgendwohin verschwunden ist und man nicht weiß, wo es hin ist. Das ist okay. Ja, in Ordnung. Golfbälle, das war auch mal so eine Mode, ne, dass man Golfbälle hatte. Ich hatte auch einen irgendwo. Betonung auf irgendwo, ich habe den nicht mehr. Natürliche Fruchtsaft-Produktführer. Brombeer, mild und vollmundig. Das Aroma und der Geschmack reifer, saftiger Brombeeren. Apfel, knackig und spritzig. Der klare, reine Geschmack frisch gepflückter Äpfel. Birne. Süß und zart, der köstliche Geschmack knackiger, reifer Sommerbirnen. Stachelbeere, süß und sauer, der ausgewogene Geschmack köstlicher, reifer Stachelbeeren. Das sind die vier Sachen hinten in dem Automaten. Da liegt da noch was drunter. Ach nee, das ist aufgeklappt. Ach so. Der Flyer animiert mich ja zum Kauf. Ja, dann, ne. Leg mal los, ne. Da ist der Schichtplan nochmal. Das war's hier. Ich will den Gewinn haben. Ja, war ja sehr sinnvoll. Aha. Klingt so ein bisschen nach der Radiosprecherin. Plus die Geräusche, die hier sowieso aus dem Hörer kommen. Okay. Ja. Kann das sein, dass wir hier jetzt doch irgendwie uns zwar jede Menge Sachen angucken konnten, aber es irgendwie doch nichts bringt? Oh. Ich glaube, da ist der Rest von unserem Collagen. Ja, okay. Das wird wohl bedeuten, der Stein ist wirklich hier durch diese Wand gebrochen. Ah, da ist noch eine Tür. Da kommen wir nach hinten raus. Ist das... nee, das ist was anderes. Warte. Können wir da wieder rein? Ja, können wir. Hier sind wieder so Flaschen. Die wir in dem Vorraum nur einmal so vergrößern konnten. Ich kann aber jetzt wieder nichts nehmen. Eine Menge Gerümpel. Was ist denn das? Keine Ahnung.
Autofelge, wieder Flaschen. Ein Auspuff. Mini-Casino. Ist das dieses Spielding, was da in dem Brief erwähnt war? Wie brechen wir das denn auf? Ich dachte, ich könnte mir das Plakat da angucken, aber nö. Scheinwerfer. Warum kann ich? Habe ich das Glas jetzt? Ich habe das Glas jetzt. Eine Linse. Was kann ich denn mit einer Linse machen? In der Nacht. Tagsüber würde ich sagen, okay, damit kann ich jetzt Sonnenlicht bündeln und irgendwas anzünden. Aber... Da ist noch eine Tür. Okay. Ah, da kommt man zu der Garage. Fehlt aber ein Schlüssel für... Moment mal, wir haben den Hinweis. Oben rechts sind Sachen, die man jederzeit benutzen kann. Unten links sind Sachen, die man nur an bestimmten Stellen benutzen kann. Und unten in der Mitte sind Herstellungssachen. Okay, wie kommen wir da rein? Noch irgendwie... Ah. Kaputte Leiter. Ach, die habe ich jetzt in der Hand. Aha, okay. Ja. Ist nicht mit der Leiter da hoch? Irgendwie? Ja.
Aha. Kann jetzt von hier oben in das Chaos reingucken, auch nicht schlecht. So. Ah, so komme ich in die Garage rein. Alles klar. Kann ich hier noch... Jo, dann mal rein. Garage hat einen zweiten Stock mit einem Office drin oder was? August 1983. Point and Click, das sind Spiele für mich. Hallo, Wexan. Visit Cornwall. Okay, das ist der ganze Landstrich. Ein Schachspiel. Wo man wieder ganz sinnlos eine einzige Figur benutzen kann. Lippenstift. Hier ist Lippenstift dran. Warum kann ich in die Box reingucken, wenn ich da eh nichts dran machen kann? Hier ist ein Ölkännchen. Ich kann das Ölkännchen hochheben und ich kann dann den Eierbecher dahin tun. Mir geht gerade ein kompletter Kronleuchter auf. Wir haben Hinweise für die Krüge von jedem einzelnen Stein. Bei dem einen wurde erwähnt, dass in dem Krug höchstwahrscheinlich Öl drin war, es aber nicht verbrannt wurde. Bei einem stand, dass Salz drin war. Das erklärt den Salzstreuer unten, den ich hoch und wieder hochheben kann und wieder hinlegen kann. Bei einem weiß ich nicht, wahrscheinlich die Pilzmischung, die ich da hatte. Ach du Scheiße. Okay.
WTF, ich hatte gerade Untertitel an und ich frage mich, was da für Buchstaben sind. Ja, dieser scheiß Untertitel, ich würde ihn so gerne generell abschalten. Das tut aber weh, Amiga. Was tut weh? Achso, der Kronleuchter. Habt ihr Boss? Ihr habt den Boss gestartet? Ihr habt Boss gestartet. Und Arena wurde abgesagt. Ja, hab ich ja schön verpasst. Aber machen wir noch am Boss mit. Hallo? Ich würde gerne am Boss mitmachen. Danke. Ölopfer. Man kann also bei diesen Sachen, die man hochgehoben hat, irgendwas machen. Das alte Land ist erwacht. Das Gleichgewicht muss wieder hergestellt werden. Okay. Ja, wie beim letzten Mal kann man das nicht nochmal machen. Okay. Ist dein Ölopfer nicht ein Mechaniker, welcher Pech mit dem Ölfilter hat? Hier kann ich rausgucken. Okay. Jetzt habe ich aber immer noch nichts. Zum Aufbrechen von dem Dingen. Und ich habe auch immer noch nichts, womit ich unten die Tür eventuell aufschließen könnte. Und ich kann hier anscheinend nicht runterklettern. Ich kann zwar runter gucken, aber nicht runterklettern. Was ist denn das für ein Kack? Ach doch, hier kann ich runterklettern. Jetzt sollte ich mich wahrscheinlich wahnsinnig erschrecken, was bisher nur bei dieser Taube oder was immer es war geklappt hat. Deepwater Horizon oder wie, was? Colon hat uns fertig gemacht. Yay. Kann auch einer von der Ölplattform sein, der hat es noch intensiver. Okay, ich bin in der Garage. Okay, Motorskizzen. Ein recht magerer Hund. Spinnenweben angucken ist immer toll. MBC 666U. Frage ich mich jetzt, ist das mal wieder ein Hinweis? Also das letzte Nummernschild, was man sich so genau angucken konnte, war ein Hinweis.
JMB563R. Die Zimmernummern bzw. Zimmercodes sind das nicht. Fünf, zwei, drei. Warum kann man sich die ganzen Nummern? Warum liegen hier überhaupt so viele Nummernschilder? Ja. Oh mein Gott, diese fette Spinne. ja, das war ein zu viel Ausrufungszeichen. Hier kann man wieder. So, damit wäre die Tür auf. Das ist schon mal nicht schlecht. Kann ich hier irgendwas mal finden, was ich gebrauchen kann? Also, ich meine, ich habe ja was gefunden, so ist das ja nicht. Aber, nö, so. Damit sind wir wieder hier draußen. Ja. Gut, ich habe jetzt diese Linse und ich habe eine weitere Opfergabe. Was war das? Was? Das kannten wir noch nicht. Eine Pfütze. Die Leiter liegt wieder so, okay. Hallo Animus. Test. Pupp. Übertreib's nicht. Das mag Nightbot nicht. Ihr habt die Arena gestartet. Pupp. Brecheisen oder irgend so was. Ne, voll wegen hier, das da. Der Wachsstift. Wofür ist der Wachsstift?
Steam Elements hat gewonnen. Hui. Fire Evacuation. Nach wie vor nichts dran machen. Oh, ich wollte auf die Uhr gucken, aber das geht wohl nicht. Holen wir uns mal, war das der Tisch hier? Nein, der war es nicht. Dann war es der nächste Tisch. Ölopfer, Salzopfer. Ich finde diese ganzen kleinen Spiele hier im Chat übrigens richtig cool. Großes Lob, Amiga. Danke, danke, danke. Finde ich gut, dass sie ankommen. Amiga, erklär mir mal, was du da spielst, damit ich es so halbwegs begreife, was schon passiert ist und so oder so. Damit haben wir uns gestern schon gefragt. Ich habe es auch vorhin schon mal grob erklärt. Ja, GG. Also wie wir es gestern angefangen haben, wusste ich gar nichts. Ich wusste nur, ich habe ein Spiel in der Bibliothek gehabt, das Barrow Hills heißt. Und zwar The Curse oder sowas. Und ich habe im Steam Sale, da ist ja im Moment wieder irgend so ein komischer Sale, habe ich eins entdeckt, das hier Ancient Circle, weiß ich nicht, wo dabei stand, irgendwo in den Kommentaren, dass es der erste Teil von Barrow Hills ist. Und ich mir dachte, okay, du hast schon eins, kauf dir das. Hat auch nur 1 Euro irgendwas gekostet. Und gleichzeitig habe ich dann entdeckt, dass es jetzt wohl auch auf Deutsch ist. Ursprünglich war es nicht auf Deutsch. Ich vermute mal, deswegen habe ich es noch nicht gehabt. Weil ich kaufe selten Spiele, die keine deutsche Übersetzung haben. Und ja, dann haben wir es gespielt, weil ich Bock auf Point-and-Click hatte. So ist die Vorgeschichte, wie überhaupt dazu kam. Am Anfang des Spiels habe ich nicht richtig zugehört, im Chat anscheinend auch keiner, wie wir denn hier hingekommen sind. Wir sind hier auf der Karte. Da ist die Karte. Hier irgendwo, hier wo jetzt die Hand ist, steht unser Auto. Da sind wir hin, hatten wir halt angefangen. Wir konnten am Auto nichts mehr machen, wir hatten nichts in der Tasche, wir konnten nur durchs Dunkle tappen. Sind dann hier, wo wir jetzt gerade auch sind, das ist hier, an der Tankstelle angekommen, haben da, ich glaube, den Wachsmalstift als allererstes gefunden und so langsam haben wir immer welche Sachen gefunden, haben es geschafft, irgendwo reinzukommen und so weiter. Und die Geschichte erläutert sich so ganz langsam, dass hier wohl, das ist da, ist ein Steinkreis, 7 Steine, plus noch ein 8., der, weiß ich nicht, ob der in der Mitte stand, keine Ahnung, wo der 8. war, dass da eine archäologische Ausgrabung stattgefunden hat, die sabotiert wurde von Demonstranten und jetzt wohl irgendwas passiert ist. Ja, und das ist das, wo wir jetzt sind. Wir sind in einer speziellen Nacht, ein Tag, eine Sommer-Wintergleiche oder wie auch immer, wo Tag und Nachtzeit exakt gleich sind. Das ist wohl ein Tag im Jahr nur und das ist diese Nacht.
die wohl früher wohl auch für Rituale benutzt wurde oder so, keine Ahnung. Und ja, irgendwas ist passiert und das versuchen wir rauszukriegen. Was ist da passiert? Hier ist sonst kein Mensch. Es war noch einer hier eingeschlossen in dem Raum, wo wir eben waren. Der ist aber mittlerweile tot. Es gab noch eine Radiosprecherin, die irgendwo hier unten wahrscheinlich ist. Da komme ich noch nicht hin. Der ist auch irgendwas passiert. Und wir versuchen halt dahinter zu kommen, was hier passiert ist und was das mit diesen Ausgrabungen zu tun hat. Ist ja wie bei Freitag der 13. Bis auf die Ausgrabung. Ja, ist halt irgend so ein mysteriöses Gekrempel, ja, typisch Horrorgeschichte, sage ich jetzt mal, obwohl hier nicht viel Horror ist. Aber es ist ein älteres Spiel, von daher, ist so, ne, früher ging das als Horror durch, sage ich mal. Wo ist der im Raum denn jetzt gestorben? In dem Raum selber. Und zwar, so wie es aussieht, das kann ich auch nochmal zeigen. Da, der hat nämlich hier eine Kameraüberwachung. Und in der Kameraüberwachung, auf einer der Kameras, sieht man, wo zwei Leute gestorben sind. Die liegen draußen. Man sieht nur die Häufchen. Da kam ein Auto angefahren, da steigen zwei Leute aus und bums, bums. Der achte Stein, der flog hier rum und hat die erschlagen. Und zurück bleibt dann nur... Wo ist das Häufchen? Man kann es hier irgendwo auch sehen. Nein. Hier im Raum ist auf jeden Fall auch so ein Häufchen. Und das ist nämlich der Typ. Wo ist denn das jetzt? Da. So ein Rest bleibt da nur, wenn der Stein da drauf geballert ist. Ach, ein Stein sah aus wie ein schwebender Müllsack. Ja, und so Häufchen sind draußen auch. Zwei vor der Tankstelle, einer noch etwas weiter im Wald, da steht ein Jeep. Das war wohl der Ausgrabungsleiter, so wie es aussieht. So ganz langsam kommen wir hier halt immer mehr hinter irgendwelche Sachen. So, ich habe zwei Opfergaben. Eine haben wir schon abgegeben. Ich brauche 7. Was sind denn die restlichen Opfergaben? Alter Falter. Verrückt. Ja, ziemlich verrückt. Vor allem, weil sich das so interessant aufbaut. Man erfährt hier die ganzen Sachen einfach nur durch Lesen von sowas zum Beispiel. Das ist so ein Stein. Ja, da sind alle Steine, alle 7, der 8. nicht. Ich vermute mal, der 8. ist das, der hier die Morde begeht. Die haben sogar Namen, die Steine. Das Ganze basiert auf einer keltischen Sage. Das wird der 8. Stein sein, vermute ich. Nein. Keine Ahnung. Ne, hier ist das nicht. Wo haben wir denn den Hinweis auf die Opfergaben? Ach so, die Tagebücher. Wobei, Moment mal, wir wissen jetzt etwas mehr hier drüber. Können wir hier jetzt ein bisschen was machen? Hier haben wir den Wachsmalstift her, den wir immer noch nicht gebrauchen konnten. Ja, das ist ein so ein Todeshäufchen.
Wie ging denn das? Ah, so. Nee, hier auch nicht. Da ist das andere Todeshäufchen. Da, hier kann man auch irgendwas dran machen, was auch immer. Ach. Das alte Land ist erwacht. Das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Hartonikum als Opfer? Warum das denn? Aqua Sensations, Omega 3 Regeneration, Natural Restoring Hair Tonic, Marine Enhanced. Da muss ja dann irgendwas drin sein, was der eigentlichen Opfergabe nahe kommt. Ein Stein, der Morde begeht, sag das mal einem auf der Polizeiwache, da wirst du schnell eine weiße Jacke anhaben. Ein Stein braucht sowas. Fisch. Salzopfer. Fischopfer. Wechseln, du bist gut. Wasseropfer brauchen wir auch noch, aber das wissen wir ja jetzt, wo wir es herkriegen. Wenn wir gewusst hätten, dass wir das hier mit rausschippen können, hätten wir das vorhin schon holen können. Wir haben jetzt 4. Wasser wäre 5. Fehlen noch 2. Hier dran kann man wahrscheinlich immer noch nichts machen, weil wir haben immer noch kein Geld. Also Geld kriegen wir entweder aus der Kasse oder aus diesem Spielautomaten. Den Spielautomaten sollen wir aufbrechen, wie auch immer. Neun, vier, sieben. So, wo waren diese Hinweise? Hä? Das ist das falsche Zimmer. Ach, hier hat man das GPS her. Gibt es dazu wie früher eine CD und eine Verpackung, wäre das wahrscheinlich schon längst aus dem Fenster geflogen. Gibt es, du kannst es bei Amazon noch kaufen, wenn ich das richtig gesehen habe vorhin. Sogar in der richtig deutschen Version. Hier ist es ja eigentlich die englische, die mittlerweile übersetzt wurde. Aber auf Amazon gibt es sie als auf Deutsch komplett für 9 Euro irgendwas in einer Verpackung. Und auf der Homepage vom Hersteller kannst du es wahrscheinlich auch kaufen. Die übrigens sehr interessant gemacht ist. Dem kann man doch bestimmt auch irgendwas machen. Wenn wir noch was gefunden haben, das abkehren oder so. Wir sind im falschen Zimmer.
Zimmer 2, was war denn das? Man kann das noch kaufen? Ja, klar, ich hab's ja auf Steam gekauft, also gestern erst. Ja, geil, ich kaufe mir das nur, damit es aus dem Fenster fliegt. Ich find's cool, also mir macht Spaß. Kannst du mit dem Pinsel in deinen Opfergaben tunken? Nee, ja, nee, das wird nicht funktionieren. Und dann hoffe ich, dass die Schachtel schön aerodynamisch ist. Wir sind jetzt an 2, ne? 4, 4, 8. So, wo war das? Da sind auch noch die Pinsel. Das ist der Brief. Das ist der andere Brief. Wo sind die Forschungsergebnisse? Ah, hier drin waren die, glaube ich, oder? Nee. Den haben wir auch noch nicht. Den haben wir auch noch nicht. Danke für deine Briefe, es ist wirklich lange her, bla bla bla. Konrad ist mittlerweile besessen, bla bla. Nein, das sind nicht die Forschungsergebnisse, das ist das Ladegerät. Das ist die Ausgrabungsstätte, da waren wir ja überall schon. Warte. 521. Plan und Diagramm auf Bolo war Burrow after WC Balls. After WC. Before Restoration. Hab irgendwie auch Bock zu streamen, weiß nun nicht was. Das, was dir am meisten Spaß macht, oder? Oder gibt es zu viel Auswahl? Zu viel Auswahl. Das kenne ich. Das kenne ich, Wexan. Das kenne ich nur zu gut. Ach du Scheiße. Das war der Code. Da drin sind die Ergebnisse, glaube ich. Glaube ich. Nee, ist ja falsch. Das ist der falsche Code. Ach, den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ach so, warte. Das war 4 mal 6, 8, 5, 7, 8. Gleich 2, 7,
4, 3, 1, 2. Warum steht da oben eine 6? Die, keine Ahnung. 2. Scheiße. Kann man das eigentlich auch in die erreichende Richtung drehen? 5, 4. 4, 4. Ah, geht auch, okay. 2, 7, 4. 3. 1. Und 2. Amigas Tisch muss aussehen wie bei so einem typischen Büromitarbeiter aus Japan, wo alles verteilt ist und es nicht hinterherkommt. Du kannst in meinem Discord gucken, wie man auf meiner Homepage auch, wie mein Tisch aussieht. In meinem Discord habe ich vor ein paar Tagen ein Bild gepostet und gestern habe ich die Homepage überarbeitet, wo mein Equipment aufgelistet ist. Und da ist auch ein Bild von diesem Arbeitsplatz. Link dahin, Ausrufungszeichen PC oder Ausrufungszeichen Equipment. Ich glaube, beide machen das Gleiche. Ich stelle mir seinen Schreibtisch immer total leer vor, weil er immer sagt, er hat nichts zu schreiben. Ist er auch. Ist er auch. Obwohl nicht immer leer, aber immer. Ich meine jetzt beim Stream mit dem ganzen Spickzettel. Ja, das ist einfach nur ein Block. Mehr nicht. Früher war es allerdings so, ich habe hier eigentlich immer, habe ich gerade noch welche hier liegen? Nein. Genau das war gestern das Problem. Normalerweise habe ich hier Post auch noch liegen, die noch nicht geöffnet oder nicht bearbeitet ist, eins von beiden. Und habe dann immer auf die Aufschläge geschrieben. Das war gestern das Problem. Ich hatte hier keine Post liegen. Ich habe durch das Aufräumen in den letzten 2 Wochen hatte ich hier auch keinen Stift liegen. Da komme ich nicht dran. Die sind hinter dem Greenscreen im Moment. Das war gestern so eine Sache. Aber naja. Bosskampf, okay. Wir wollen einen Bosskampf. Da sind sie. Wissenschaftlicher Bericht, Zusammenfassung. Fundkasten 1, Innenfläche Kupfermens, teerähnliche schwarze Substanz bedeckt. Auf den ersten Blick mag das andere, dass etwa im Inneren verbrannt wurde. Sättigung des Bodens lässt vermuten, das Gefäß schlicht Öl. Okay, Öl haben wir. Fundkasten 2, Becherfragmente, die in der Grabung gefunden wurden, scheinen eine Reihe von einheimischen Früchten beinhaltet zu haben. Die am Boden befindlichen Samen lassen vermuten, dass der Inhalt eine Mischung aus Brombeere, Stachelbeer und Birne war. Damit wären wir wieder bei dem Automaten, an dem wir noch nicht rankommen. Erstaunlicherweise gibt es doppelt so viel Brombeersamen wie Stachelbeeren oder Birnensamen. Was darauf... Ach du Scheiße. Zweimal Brombeere. Einmal Stachelbeere. Und das dritte war Birnen, ne? Ja, einmal Birnen. Grubenkasten 3, Symbolen, Krugwächer, Stamm, kleinere, teils verkohlte Überreste von Knochenfragmenten. Diese wurden von Basisboden getrennt und untersucht. Wir vermuten, dass es sich um die Überreste der Gattung Melonagramus gardier handelt. Knochenfragmente. Haben wir schon irgendwo was Knochenmäßiges gesehen? Keine Ahnung. Knochen. Ich schreibe mir jetzt nicht dieses Melo, Mardingsbums und Gardidea auf.
Das ist mir viel zu... Sind kleine Knochen in den Häufchen? Nee, in dem... Mach einen Screenshot. In dem Haufen beim Jeep ist ein ist ein Führerschein drin. Gigi, warum? Ich habe Kolon besiegt. Ihr seid leider leer ausgegangen. Nicht schlecht. In dem anderen Haufen von dem Verrückten da, der in der Kiste war, ist gar nichts. An dem Auto, in dem einen ist eine Brille, da kann, die sieht man aber nur. Aus dem anderen haben wir irgendwas rausgeholt. Haben wir da was rausgeholt? Nee, haben wir auch nichts rausgeholt. Aber ich meine, da wäre irgendwas... Ah, da kann man nochmal gucken. Was? Ich schreibe hier mal... Mela... Eck... Blub, blub, blub auf. Ich schreibe das nicht komplett. Oder Gadidea... Gadidea... So. Falls, ne? Falls. Grubenkasten 4. Pella Botanik, Abteilung Bodenbohren näher analysieren, wird sich eine Reihe von Samen und Sporen zu beinhalten scheinen. Der Bericht wird als separates Dokument beigefügt. Ah, das war das andere Dokument. Graben 5. Unter der Schichtboden enthielt der Krug die verdichtenden Überreste von Samen. Diese wurden unter dem Mikroskop als Hordeum vulgare, allgemein als Gerste bekannt, identifiziert. Gerste. Alter. Hordeum vulgare. Klammern. Gerste. Immer wieder geil, wenn man bei Spielen einen Notizzettel braucht. Kasten 6. Die Probe enthielt ungewöhnlich hohe Konzentration an Natriumchlorid. Okay, das haben wir. Das ist das Salz. Verbliebene, überliegenden Boden, bla bla bla. Die gleichen Eigenschaften wie das natürliche Grundmaterial. Da soll ja bla bla bla. 7. In diesem Bodenboden nicht natürlich... wurde nichts anderes als das natürliche Grundmaterial gefunden. Allerdings ist das Fehlen jeglicher archäologischer Indizien am Krugfragment äußerst ungewöhnliches. Statt eines solchen reinen Bodens ist viel eher anzunehmen, dass es eine Störung gab und dass ein Fremdkörper in den Boden gelangte, als der Krug dort abgelegt wurde. Das einzig erkennbare Unterschied ist, dass der Krug seinen Zustand nach mehr bla bla bla, der Feuchtigkeit, das ist Wasser. Wasser, Wasser wissen wir. Schreibe ich aber auch nochmal auf, aber Wasser wissen wir. Acht. In diesen Bodenproben wurden Knochenfragmente und verkohlte Überreste gefunden. Die magnetische Analyse des Bodens stimmt mit dem Material, das vor Ort verbrannt wurde, nicht überein, was vermuten lässt, dass die Überreste hinzugefügt wurden oder anderweitig hierhin gelangt sind, nachdem sie woanders verbrannt worden waren. Eine Datierung der Knochenfragmente war aufgrund der schweren Verkohlung unmöglich. Das mag mit den rituellen Aktivitäten oder Bestattungspraktiken übereinstimmen, obwohl wir die Art der Knochen und die Mischung der kleinen Fragmente nicht bestimmen konnten und somit eine Datierung durch die Knochen-Kohlenstoffmethode unmöglich ist. Ja, toll. Aber das ist ja auch der achte Kasten. Wir haben ja nur 7 Steine. Mich würde mal der Papierverbrauch bei Amiga interessieren, denn Amiga im Jahr bei solchen Spielen... Ja, so oft spiele ich sowas ja nicht. Hallo Barul. 3 Kubikmeter. Fertig mit der Arbeit, rein zu Amiga. Du hast heute gearbeitet? Heute ist Feiertag. What?
Hi Chat, hi Mods, hi Lurker. Die Mods werden dir hier nicht antworten. Das stimmt, die Mods sind nämlich nur Bots. Arena, okay, Arena. Also der achte unbekannte Knochen. Acht gleich unbekannte Knochen und verkohlte Überreste. Mir drückt schon wieder die Blase, das gibt's doch nicht. Und verkohlte Überreste. Wir haben eins, zwei, drei plus das, was schon weg ist, sind vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, eventuell ist das mit der Gerste schon das, was wir schon weg haben. Oder diese Knochenfragmente, Malgea, Dingsbums da. Man weiß es nicht. Wenn ich nicht frei hätte nach meinen 7 Tagen Arbeit, hätte ich heute in der anderen Schicht auch arbeiten müssen, Amiga. Echt? Wow. Das Haus wollte kerngeputzt werden. Ach so, okay. Ich hatte zum Glück heute frei, muss erst morgen wieder arbeiten. Keinen Brückentag. Also ich habe sowieso Urlaub, aber ich hätte normalerweise heute frei gehabt und morgen Brückentag. Es sei denn, es hat sich diese Woche, was ich ja jetzt nicht wissen kann, arbeitsmäßig irgendwas extrem verschlimmert, dass die 2 Tage gearbeitet werden müssen oder heute gearbeitet werden muss. GG wer? Danny, GZ. Geil. Viel zu tun und zu wenig Leute. Das kenne ich, das ist bei uns auch ständig so. Ich habe mich mit meinem Chef, in Anführungsstrichen, mit unserem Betriebsleiter, Produktionsleiter, so, habe ich mich da schon so ein bisschen angelegt und gesagt, Leute, stell da noch was ein. Hat er mich mal angeguckt. Ja, so einfach ist das nicht, Kosten und bla. Und ich sage, das weiß ich, aber sie haben mich gefragt, ob ich eine Idee hätte, wie man die Probleme in den Griff kriegen. Bums. Ich habe auch Brückentag. Also. Das hier ist das andere, ne? Pädagogischer Bericht. Das Material aus dem Inneren des Bechers aus Graben 4 wurde analysiert. Neben dem Material ist das Grund... Bodenvergleich bereitgestellt wurde, konnten wir fehlende organische Materialien erkennen. Es gibt sowohl zerstoßene als auch komplette Samen, große wie kleine. Erstere konnten die Querus-Baumfamilie zugeordnet werden. Die Gattung der zweiten kleinen Samentypen konnten wir aufgrund des schlechten Zustandes noch nicht identifizieren. Die ursprüngliche äußerste Fruchthülle hat aber das umliegende Bodenmaterial und die Samenhülle rötlich verfärbt. Momentan können wir nur sagen, dass es sich um kleine rote Beeren handelte. Okay. Das wird das sein, was wir schon haben. Während der mikroskopischen Analyse der oben genannten Samen haben wir eine große Menge Pilzsporen gefunden. Wir konnten sie noch keiner Gattung zuordnen. Aufgrund der Schichtung des verdichteten Materials können wir aber sagen, dass die Sporen aus einem Material zu stammen scheinen, das dem Krug genau dann zugefügt wurde, als auch die Samen zerrieben wurden. Wir werden mit der Analyse des Materials fortfahren, um noch mehr über die Funde in Erfahrung bringen zu können.
Die Opfergabe, die wir schon abgegeben haben, die wir ja zufällig richtig hergestellt haben, das waren was mit roten Beeren, ein Pilz und noch irgendwas, wahrscheinlich die Eichel. Das wird also das sein, was wir schon haben. Okay. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Warum komme ich hier trotzdem auf acht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ach so, weil wir keinen Hinweis auf diesen Fisch haben hier. Irgendwas ist dieser Fisch. Eventuell, ja mit ziemlicher Sicherheit sogar, diese Knochenfragmente. Malea, Ego, Blabla, Gerste. Das werden die Knochenfragmente sein. Malea, Ego, Dingsbums und Gardiadea oder so. Habe ich auch schon versucht, daraufhin hat er eine Azubine eingestellt. Doppelt so viel Arbeit. Ja, das ist so bei uns. Ja gut, wir sind ja eine sehr große Firma. Wir sind ja angeschlossen an einen Weltkonzern. Ne, wir sind nur eine von, ich glaube, mittlerweile über 300 Firmen. Also wie ich da angefangen habe, waren es 255 Firmen weltweit. Das ändert sich aber monatlich. Da wird hier eine geschlossen und da zwei neue gekauft. Also wie jetzt aktuell ist, weiß ich nicht. Somit ist das bei uns ein bisschen was anderes. Es wird viel über Leiharbeiter gemacht. Eben weil wir auch, und das ist jetzt aktuell, nee, jetzt aktuell nicht. Es wird nächsten Monat, übernächsten Monat sein, kommt immer so eine Flaute, wo die Leute am besten arbeiten, Urlaub nehmen, weil wenig Arbeit. Deswegen scheuen die sich auch immer noch zusätzliche Leute einzustellen und arbeiten viel über Leiharbeiter. Und wir haben zwischendurch auch ganz üble Monate. Letzten Monat war ganz krass. Da hat man so viel zu tun. Da kannst du nicht extra Leute für einstellen. Also wurden Leiharbeiter geholt. Und das ist so, das ist immer so eine heikle Geschichte. Und somit lassen die sich auf so Tipps natürlich auch nur schwer ein. Wie war das? How much is a fish? 1,59. Und überall liegen diese Krugdinger. Nur überall können wir sie nicht nehmen. Und wofür habe ich den Wachsstift? Das ist echt immer noch ein Rätsel. Das ist das erste Teil, was wir gefunden haben, immer noch keine Verwendung hat. Das ist... Okay. Mondphasen. Erste Fragmente zerbrochen, Bronze, bla bla bla, Zeremonie, Licht, Aufgabe. Man weiß es nicht. Oh, das ist wieder durcheinander. Okay. Da kann ich auch ein Liedchen von singen. Hab meine Standortleitung nur aber gesagt, wenn das wieder so ausufert, mit jedem Tag 1 bis 2 Stunden länger, bin ich bei der Arbeiterkammer.
Ja gut, das haben wir ja nicht, da wir Dreischichtbetrieb haben. Was halt nur sein kann, wenn wirklich extrem viel zu tun ist, das versucht die Firma allerdings auch zu vermeiden. Oder unser Standort zu vermeiden. Die Standorte sind ja mehr oder weniger eigenständig. Sind halt Wochenendarbeit oder wie heute Feiertagarbeit. Ja, das versuchen die wirklich bis aufs Letzte zu vermeiden. In erster Linie natürlich wegen Geld, weil das ist sehr teuer. Aber offiziell, und das glaube ich Ihnen sogar zu einem großen Teil, auch um ja, uns Mitarbeiter nicht unnötig zu fordern. Ja, weil sie da mehr zahlen müssen. Ja, ja, klar. Das ist was die selten aussprechen. Es geht eigentlich, wenn sie es aussprechen, immer nur darum, ja, ne, euch nicht unnötig belasten. Ihr wollt ja auch Freizeit haben und bla. Es wird also eher das nach vorne geschoben. Aber natürlich ist Geld auch ein ganz wichtiger Punkt, keine Frage. Feiertags bekommst du 100%ig zusätzlich. Weiß ich bei uns gar nicht. Wenn das so gesetzlich ist, dann ja. Wenn es nicht so gesetzlich ist, dann sind es, glaube ich, bei 50% oder so. Weiß ich aber nicht. Weiß ich echt nicht, weil ich es auch schon seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich bin ja eigentlich eine eigene Abteilung, die von solchen Sachen normal nicht betroffen ist. Ich kann mich da im Normalfall kann ich mich da ziemlich gut rausziehen aus solchen Sachen. Ich frage mich immer noch, wie ich an das Geld rankommen soll. Und es fehlen ja ziemlich offensichtlich auch noch Sachen, die zu finden sind. Und was hat das mit dem Licht auf sich? Okay, mit den Eierbecher kann ich hier kein Wasser schöpfen. Anmachen und Wasser schöpfen geht aber auch nicht, weil hier sehe ich ja jetzt gar keinen. Ab nächste Woche hat mein Vorgesetzter frei. Drei fucking Wochenurlaub. Bin nur Versandleiter. Ach, du arbeitest im Versand. Ah, ja, da arbeite ich mehr oder weniger auch mit, wo ich grundsätzlich im Recycling bin. Aber ich bin versandmäßig mittlerweile, eine Zeit lang war ich sowieso sehr stark drin. Dann habe ich einen Staplerschein gemacht und mich zum Ersatzstaplerfahrer machen lassen. Da bin ich aber mittlerweile der zweite Ersatz, weil ich ganz klar gesagt habe, das ist, nee, ne, da müsst ihr euch was einfallen lassen, wenn ich das öfter machen soll. Ne? Mehr Kohle, mehr keine Ahnung. Ne? Und da haben sie sich dann natürlich, logisch, war ja auch mein Ziel, zurückgehalten und gesagt, okay, ja, ne, du fährst, ne. Ich werde also nur, wenn der jetzige Ersatzfahrer, der ja auch schon keinen Bock mehr hat, wenn der abspringt, dann muss ich. Ich bin also im Versand auch mehr oder weniger mit drin. Ganz schlechte Idee, sich zum Ersatzstaplerfahrer zu machen. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Und mir ging es in erster Linie darum, von der Firma den Staplerschein bezahlt zu kriegen, weil ich den in meiner Abteilung auch brauchen kann. Ich hätte ihn zwar privat machen können, dann hätte ich aber die Erlaubnis zu fahren nicht. Du brauchst ja, ob du einen Schein hast oder nicht, du darfst ja in der Firma trotzdem nicht fahren. Du brauchst von der Firma eine Erlaubnis. Eine ärztliche Bestätigung, dass du in der Lage bist. Und von der Firma dann die Erlaubnis, dass du auf dem Firmengelände fahren darfst. Vielen Firmen gehen sogar so weit und sagen, du darfst nur da und da fahren.
Das ist bei uns nicht. Ich darf überall, scheißegal wo. Und wenn ich mit den Stapler bis in den Keller komme, dann kann ich auch im Keller fahren. Also meine Erlaubnis ist überall. Ja, aber es kann von der Firma eingegrenzt werden. Innerbetriebliche Fahrgenehmigung, genau. Ja, und so große Firmen wie Bayer zum Beispiel, wer die Bayer-Werke mal so kennt oder von gehört hat, das sind ja Riesenwerke, da gibt es farbliche Markierungen. Keine Ahnung, wie viele Farben. Und bei denen die Staplerfahrer, da heißt es so, du darfst nur im gelben Bereich fahren, du darfst nur im grünen fahren, du darfst nur da fahren. Also das ist echt krass. Hört sich ja fast wie, so wie mein Arbeitsplatz an. Ach, das wusste ich auch nicht, wie krass. Ja, die Firma darf das einschränken. Ja, genau wie sie halt, wir haben glaube ich einen bei uns, der nur auf dem Hof fahren darf und nicht in die Halle rein. Wie gesagt, ich darf überall, ist scheißegal wo. Aber die können das eingrenzen. Ja, können dir sagen, du nur in der Lagerhalle, du nur im Hof, wenn in der Produktion was ist, da darf nur der, blatt weiß ich. Das können die machen. Ich bin auch der Einzige, der mit wahren Eingangsgeräten, selbst Baumöbel und auch Fremdgeräten fahre. Ja, okay. Wahren Eingangsgerät. Schön. Nein, ich wollte nicht noch eins. Komm, brenn aus. Ich arbeite aber auch in einer Werbeagentur und bewege mich nur zum Kaffeemachen vom Schreibtisch weg. Okay. Okay. Hast ja die Arschkarte. Ich komme nicht an die Sachen hier unten dran. Hier geht es also wirklich darum, irgendwas genau mit den Kerzen zu machen. Wobei ja schon was passiert war, als wir, ich weiß nicht, die braune... Oder ist die braun oder gelb? Keine Ahnung. Ocker. Und die blaue angemacht hatten. Weil ich kann hier wirklich nichts anderes tun, außer sie jetzt wieder ausmachen. Irgendwo gab es doch Hinweise wegen... habe ich glaube ich nicht ausgesprochen, aber ich habe es da gedacht, hier so Regenbogenfarben. Irgendwo gab es doch Hinweise... Die Farben, was die genau bedeuten. Habe ich da auch was zu notiert? Ja. Rot und Orange gleich Feuer. Gelb und Braun gleich Erde. Grün gleich Wasser. Blau gleich Luft. Violett gleich Seele. Grün gleich Wasser. Kann ich jetzt? Nee, ich komme nichts ran. Ja, und jetzt gehen sie wieder automatisch aus. Man weiß es nicht. Bei dem Morgen, dass ich nur aufzeichnen kann. Fürs Klo gehen hast du eine Windel oder was? Nein, ich bin hier am Bibbeln. Ich weiß nicht, sieht man das?
Ich bin so ein bisschen am Wibbeln die ganze Zeit. Günstiger Darmausgang und Pipi-Beutel. Zeit das Geld. Geld haben wir nicht, du kannst mir die Zeit lassen. Hat das vielleicht was mit, man wird zum Leben erwacht und danach Asche zu Asche und dazwischen Wasser, vielleicht sowas wie Lebensressource? Ja, keine Ahnung. Die Kerzen vielleicht in der Reihenfolge anzünden, wie du gerade, du hast gerade aufzählst. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, also das allererste Mal, wo wir hier waren und entdeckt haben, dass man die anmachen kann, da habe ich, ich weiß nicht, 2 oder 3 Kerzen. Auf jeden Fall, ich bin bei den 3 hier. Ich habe mindestens 2 angezündet und dann wurde automatisch was gemacht. Und ich bilde mir ein, ich bin mir aber nicht sicher, dass dieses Gesicht vorher nicht da war. Das bilde ich mir allerdings nur ein. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Das Gesicht da, das war schon da, aber das hier nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Da Wasser da ist, die Fischopfergabe? Nee. Das habe ich ja gerade schon probiert, nee. Aber es war mir auch klar, dass das nicht so ist. Ja, ich kann hier Salz, die Opfergaben, da kann ich nichts machen. Ich kann auch den Eierbecher nicht, den Eierbecher nicht benutzen. Das Einzige, was ich hier wirklich nehmen kann, sind die Streichhölzer und die kann ich... Ach, jetzt geht's hier wieder. Willst du mich verarschen? Ach so, wenn eine Kerze brennt, komme ich nicht mehr dran. So ist das. Und die kann ich nicht wieder wegräumen. Ja, sobald sie aus sind, geht's. Boah, ich platz gleich. Vielleicht was mit der Linse machen, ja? Das geht ja auch nicht. Ja, geht nicht. Geht nicht. Da fehlen noch irgendwelche Hinweise. Ich meine, wir können die Opfergaben erstmal wegbringen. Wir haben ja 3. Ja, damit muss man ja die Steine anscheinend bekippen. Das war ja mit der anderen auch so. Hier fehlt auch noch was. Auch nicht die Linse. Und wo wir auch noch mal hingehen können, wo wir bisher nicht weiterkamen. Ne, zu dem Jeep, wo ich... hier, das, ob ich, wo ich sage, wir kommen in dem Bereich nicht. Der Jeep ist ja hier. Dass wir vielleicht jetzt mal hier weiter können. Man weiß es nicht. Ich gehe auf jeden Fall jetzt nochmal pullern. Es ist wow. Bis gleich.